Hunderte Deutsche schlossen sich dem Terrorkalifat des sogenannten Islamischen Staates an. Auch viele Frauen. Ich habe auf der Straße richtig viele Schreie gehört gehabt damals. Ich war richtig schockiert, muss ich sagen, weil ich habe nicht mit sowas gerechnet. Nach der Niederlage der Islamisten kamen sie in kurdische Haft. Einige von ihnen sitzen noch heute in Syrien fest. Ich will nur nach Hause, ich will mich gar nicht mehr dran erinnern. Gebt uns einfach eine zweite Chance. Ich bin Konstantin und für die heutige Folge von Crisis habe ich mit ihnen gesprochen. Das erste wollte ich eigentlich zu McDonald's und Big Mac essen. Und danach lasse ich mir Botox spritzen. Ja. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Camp Roche. Camp Roche ist ein Flüchtlingslager, wo die Familien von europäischen oder internationalen ISIS-Kämpfern so halb festgehalten werden. Es ist kein Gefängniscamp, sie können aber auch nicht so ganz einfach rausgehen, es ist kompliziert. Auf jeden Fall haben wir die Genehmigung bekommen, dass wir da drehen dürfen und wir werden versuchen, ob wir mit deutschen ISIS-Anhängerinnen sprechen können. Drei Frauen aus Deutschland sind bereit, mir eine Tour durch das Camp zu geben. Gegen eine von ihnen läuft in Deutschland ein Ermittlungsverfahren, darum möchte sie unerkannt bleiben. Die andere Frau ist noch minderjährig, deswegen haben wir sie ebenfalls unkenntlich gemacht. Ihre Mutter erzählt uns vom Weg ins Terrorkalifat. Also, meine große Tochter, erstmal so Kurzversion, die stammt ja von meinem ersten Mann. Und nach 10 Jahren, weil er mich sehr viel betrogen hat, sehr viele Sachen gemacht hat, was er nicht machen sollte, habe ich mich getrennt. Und nach 1,5 Jahren, wo ich getrennt war, war ich sehr frustriert, also war ich am Ende eigentlich. Habe ich so im Internet halt immer nachgeguckt, ja, das und das und das. Bin ich irgendwann mal auf diese Seite gestoßen, ja, diese islamische, und da habe ich auch meinen zweiten Mann kennengelernt. Und so waren wir halt ein bisschen in Kontakt, haben wir geschrieben, bis hin ich ihn dann nicht geheiratet habe. Danach waren wir auch, war ich sofort schwanger geworden, habe auch meine Tochter mit ihm zur Welt gebracht in Deutschland. Und dann hat er halt angefangen zu arbeiten, hat er gesagt, in der Türkei. Okay, ich habe es geglaubt, ich bin aber auch nicht mitgegangen. Ich habe in Deutschland mein Kind zur Schule gebracht, das und das. Und nach 8,5 Monaten, also wo ich die Kleine, wo ich seine Tochter zur Welt gebracht habe, hat er mich dann angerufen und hat gesagt, ja, komm in die Türkei, ich will meine Tochter sehen, weil er jetzt nicht ausreisen kann wegen der Arbeit, hat zu viel Arbeit, das und das. Da habe ich halt gewartet, wo meine große Tochter, wo die Osterferien waren, bin ich hin. Ich habe gedacht, ja, bleib da mal 10 Tage. Von den 10 Tagen sind jetzt 8 Jahre. Ja. Er hat mich von der Türkei, hat er mich dann nach Syrien gebracht. Ohne meinen Willen. Und meine Tochter ist ja auch in der Schule gewesen. Also, was zu sagen? Horror. Ich will mich eigentlich nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich will das alles nur vergessen. Ich will ein ganz normales Leben wieder haben. Und das hier ist kein normales Leben, auch für meine Kinder nicht. Im sogenannten Islamischen Staat wurden auch Frauen zu Täterinnen. 2021 verurteilte ein Münchner Gericht eine Deutsche zu 10 Jahren Haft, weil sie zugelassen hatte, dass ein versklavtes jesidisches Mädchen verdurstete. Welche Anklagen auf die Frauen warten, mit denen ich sprechen kann, weiß ich nicht. Auch kann ich ihre Aussagen nicht überprüfen. Was mir aber auch von den kurdischen Aufseherinnen des Camps bestätigt wurde, die Deutschen werden von den anderen Insassen angefeindet, weil sie sich von der extremen Islamauslegung des IS abgewandt haben und darum als Ungläubige gelten. Wo die uns attackiert haben, die haben alles aufgeschlitzt mit dem Messer, also das war ein Schock. Die haben sich, damals hat mein kleiner Sohn, der ist 5 Jahre jetzt, er hat sich tagelang am Tag und in der Nacht hat er sich in die Hose gepinkelt, auch meine große Tochter. Und die haben in der Nacht einfach angegriffen. Das ist nicht normal, 200 Frauen. Wenn du mit Männern redest, dann wirst du als eine, will ich mich nicht, komm her, ich sag dir, wo ich früher gewohnt habe, wird man halt als Dreckige abgestempelt, die sich verkauft. Und wenn man auch mit den Kurden ganz normal redet, auch mal Witzchen macht, wird man als Verräter dargestellt. Hier habe ich gewohnt. Guck dir diesen Platz an. Wie
sieht es jetzt noch gut aus. Sie haben alles zerstört. Wir sind von hinten raus. Ich habe mit einem Messer mein Zelt aufgeschlitzt, damit wir lebend rauskommen. Meine Nachbarn, früheren Nachbarn, haben mich erstmal schön beklaut. Weil das alles, Ganima nennen sie das, von einer Ungläubigen ist. Ich bin einfach nur enttäuscht, wirklich. Von wem bist du enttäuscht? Von den Leuten hier, also die den Islam so dreckig darstellen. Wann ist dir das bewusst geworden, dass das, was der IS macht, dass das nicht der Islam ist? Mehr als 5 Jahre. Ich habe versucht, rauszukommen. Aber die haben mich, zweimal haben die mich erwischt. War ich auch im Gefängnis. Und danach musste ich halt einfach machen, was die wollten. Man wird auch zur Ehe gezwungen. Man wird ihnen, wenn man keinen Mann hat, wird man in dieses, nicht Waisenhaus, dieses Frauenhaus gebracht. Und dann nach einer gewissen Zeit wird man auch gezwungen zu heiraten, auch wenn man das nicht will. Und so, wo mein erster Mann gefallen ist, war ich schwanger, musste ich erstmal abwarten, bis ich gebäre. Dann wieder nochmal zu heiraten. Und danach habe ich einfach nur geheiratet, wer gekommen ist, weil das war nicht mehr normal, mit den Frauen in einem Haus rumzusitzen und so. Schon damals, also am Anfang, war es nicht das, was die Leute dargestellt haben. Und hast du auch die Verbrechen mitbekommen, die ISIS begangen hat? Bei uns ist es, also da war es früher so, also bei ISIS, man hat keinen Internetzugang, man muss zum Internetclub. Und wenn man halt mal Sachen anguckt, was nicht erlaubt sind, nehmen sie dir das Telefon weg. Ist gar nicht gut. Ich sag nur, Gott sei Dank, es ist alles zu Ende. Ich will nur nach Hause. Ich will mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich will ein normales Leben, wie ich es vorher hatte. Und will meinen Kindern ein normales Leben bieten. Ich will, dass sie zur Schule gehen. Sie hat sehr viel verpasst. Sie ist jetzt 17. Sie sind seit 5 Jahren hier. Und bevor, davor auch. Sie fängt erstmal an, zur Schule zu gehen. Und dann kommt immer wieder her. Flugzeuge, das und dann muss man wegrennen und, oh mein Gott, ich will kein Leben, ich will das Leben nicht mehr so. Auch wenn ich das vorher gewusst hätte, ich hätte nie diesen Mann geheiratet, nie in meinem Leben. Was würdest du zu Leuten sagen, die in Deutschland sitzen und nicht wollen, dass sie hier zurückkommt? Gebt uns eine zweite Chance, wir sind nicht alle so, wie die Frauen oder die Männer es repräsentieren. Ich habe selber auch früh in Deutschland gelebt, also 27 Jahre. Und ich habe auch Kinder dort zur Welt gebracht, ganz normal gelebt, bis ich nicht einen Fehler gemacht habe und diesen Mann geheiratet habe. Gibt uns einfach eine zweite Chance. In den letzten Jahren wurden mehrere IS-Frauen von der Bundesregierung zurück nach Deutschland geholt. Auch die 3 Frauen, mit denen ich sprechen kann, wünschen sich das. Ich frage mich, was vermissen Sie am meisten und was wäre denn das Erste, das Sie in Deutschland machen würden? Zahnarzt? Oh ja, Zahnarzt. Also das ist das Erste, was ich mache. Zahnarzt. Oh. Nee, das Erste wollte ich eigentlich zu McDonald's und Big Mac essen. Und danach lasse ich mir Botox spritzen. Ich will einen Brownie mit Vanilleeis. Da habe ich richtig Lust drauf. Und auf Hauptsache erstmal mit meinen Eltern sitzen, mit meiner Familie. Meine Tante, ich vermisse die alle. Meine Freunde. Ja. Was wir alles gesehen haben, die da draußen kennen das eigentlich. Genau, deswegen möchten wir das auch weitergeben eigentlich, dass wir wirklich vorbeugen, dass sowas nicht nochmal passiert. Wenn man ganz konkret sagen könnte, ab welchem Punkt würdet ihr sagen, da hätte ich gerne anders gehandelt? Es ist hier, ich kann jetzt viel reden, ehrlich gesagt. Was? Es ist passiert. Kann man nicht rückgängig machen. Ich weiß nur, ich habe sehr viel gelernt und ich will meinen Kindern das erklären, also in einem normalen Umfeld, normalen Leuten, ganz normales Leben. Ich hätte vielleicht gerne gesehen, wie ich das auch gemacht habe. Ich hätte vielleicht gerne Leute kennengelernt, die ich hier gesehen habe, wo ich gesehen habe, oh mein Gott, also das ist ja gar nicht mein Ding und ich möchte auch niemals so werden, mein Charakter soll niemals so werden und ich möchte auch niemals
so unmenschlich werden. Sowas hätte ich vielleicht gerne vorher gesehen auch. Gab es aber nicht. Also vielleicht gab es, aber habe ich nicht gesehen. Und aber es gab doch auch Berichte in den deutschen Medien über islamistische Gruppen, über ISIS oder sowas, dass die auch Verbrechen begehen. Habt ihr das gar nicht mitbekommen? Ich denke, man hat sich einfach nicht selber darauf bezogen. Weißt du, was ich meine? Man hat sich einfach nicht selber als diejenigen gesehen, die sowas gemacht haben. Aber auch nicht, als ihr praktisch zum Islamischen Staat gekommen seid? Na, also ich muss ehrlich sagen, was ich dann zum Beispiel gehört habe, ich war richtig schockiert, muss ich sagen, weil ich habe nicht mit sowas gerechnet und ich war richtig schockiert. Also das waren auch zum Beispiel die Sachen, wo ich dann direkt am Anfang gesagt habe, okay, ich muss hier direkt wieder raus. Was für Sachen? Ich habe auf der Straße richtig viele Schreie gehört gehabt damals. Und ich hatte damals meinen Mann gefragt und er meinte dann halt, ja, die ziehen da irgendjemanden gerade zur Rechenschaft. Ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat. Irgendwas hat er gemacht gehabt und der wird jetzt ins Gefängnis gebracht. Und dann meinte ich so, aber der schreit. Und also das war für mich voll so, das hat mir voll Panik gemacht. Und er meinte, ja, aber das ist normal hier. Und dann war ich so, boah, das war für mich ein großer Schock, weil ich bin sowas nicht gewohnt. Auch zum Beispiel in Deutschland, wenn die Polizei kommt oder so, die nehmen ja jemanden in Gewahrsam. Okay, da ist dann auch Geschrei, aber jetzt nicht Geschrei, weil vielleicht irgendjemandem was wehtut oder so. Das war für mich dann voll der Schock. Ich habe dann damals, ich weiß noch, meinen Cousin kontaktiert, dass er mir irgendwie einen Weg raussucht. Ich meinte, ich kann, also das ist gar nicht meins und das passt gar nicht zu mir. Und ich habe auch richtig Angst bekommen und so. Und ja, also mein Mann hat mich dann erwischt und dann halt die Nummer gelöscht und alles blockiert. Und ich durfte dann auch nicht mehr mit denen reden. Und ja, da konnte ich dann auch, ich wusste dann auch nicht, wie ich dann da irgendwie rauskommen sollte. Weil ich war ja zu Hause und ich konnte auch nirgendwo irgendwie einen Kontakt aufbauen. Mit wem auch. Zum Zeitpunkt dieses Interviews saßen die drei Frauen knapp ein halbes Jahrzehnt in Camp Roche fest. Ob und wenn ja, wann die Frauen wieder nach Deutschland kommen dürfen, weiß ich nicht.